6 plus 6 ist 12. Das dachten sich wohl die Wollschweindamen Brunhild und Kriemhild aus dem Eilenburger Tierpark. Kurz nach Heiligabend haben sie jeweils 6 Ferkelchen zur Welt gebracht. Alle sind wohlauf. Bei dem Wurf bei den Ferkeln ist es so, die waren wirklich nach 1, 2, höchstens nach 3 Tagen sehr mobil. Das hat man bei den vorhergehenden Würfen nicht. Da haben sie wirklich eine Woche geruht und sich nicht weiter bewegt und sehr, sehr viel geschlafen. Aber der Wurf, die sind schon sehr flink unterwegs. Richtig Stress hat jetzt aber nur noch die blonde Kriemhild, denn die braune Brunhild hat kaum noch Lust, ihre 6 Ferkel zu säugen, schickt die Kleinen immer wieder weg. Tante Kriemhild ist aber zur Stelle und hat den Job gleich mit übernommen. Ist für sie wahrscheinlich auch anstrengend, so alle 12 Ferkel unter einen Hut zu kriegen, aber die macht das top, ist auch eine wirklich gute Mutti, nimmt auch alle 12 immer auf, ist auch immer dabei. Und passt eben auch auf, dass alle 12 immer zusammen sind. So viel Mutterliebe bei den ungarischen Mangalitza-Schweinen. Von Menschenmüttern gibt es dafür große Anerkennung. Also ich finde es ganz, ganz toll, die kleinen Schweine zu sehen. Vor allem, wenn man selber Mama ist, ist das ganz, ganz süß zu sehen, wie die immer an der Mama dranhängen. Und wie die rennen jetzt, ne? Genau. Es ist herzerwärmend, diese Kleinen. Doch was macht das derzeitig milde Wetter mit den Tieren? Ob nun Wollschweinvater Alf, die Alpakas, Ziegen, Ponys oder Esel. Seit Tagen lassen die oft zweistelligen Temperaturen keinen kalt. Bei den Tieren, jetzt wie bei Esel oder den Ponys, die jetzt Winterfell haben, für die ist das schon eine enorme Umstellung, wenn das auf einmal frühlingshafte Temperaturen sind. Bei den Pfauen oder bei den Wellensittichen zum Beispiel, die haben schon wie Frühlingsgefühle, also die werden jetzt zurzeit aktiv. Das Jahr 2022 war für den Tierpark Eilenburg ein echtes Erfolgsjahr. Mit fast 110.000 Besuchern wurde das bisherige Rekordjahr 2018 weit in den Schatten gestellt. Das i-Tüpfelchen war dann die Weihnachtsgeburt der 12 Wollschweinchen. Wenn sie größer sind, werden sie übrigens auch an private Tierhalter abgegeben. Es muss wirklich dann schon ein großes Grundstück sein, wo die Schweine dann eben auch nicht alleine gehalten werden, sondern dann eben mindestens 2 in der Gruppe. Nun hoffen die Tierparkmitarbeiter, dass das wilde Dutzend gut ausgeschlafen ist, wenn es dann Ende Januar im Streichelzoo seinen Dienst antritt. Dann sollen die Schweinchen viele Familien in einen der schönsten Tierparks in Sachsen locken.